Hallo ihr Lieben, willkommen zum ersten Dog-Vlog-Mess dieses Jahr. Erst einmal ganz, ganz lieben Dank für die lieben, lieben Kommentare unter meinem Ankündigungsvideo. Ihr habt euch so auf diesen Vlog-Mess gefreut, Dog-Vlog-Mess. Und ich hoffe, dass ich es gut hinbekomme, euch jeden Tag ein Video hochzuladen. Ihr habt aber auch schon so oft geschrieben, dass ihr es nicht schlimm findet, wenn mal kein Tag ein Video kommt, weil ihr es halt verstehen könnt, dass ich ja das nebenbei mache. Total süße Kommentare, also total schön. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, sitze ich nicht zu Hause oder im Feld oder im Wald, sondern ich sitze im Auto. Und zwar habe ich jetzt gerade Feierabend. Wir haben es jetzt so 3:45 ungefähr. Und ich fahre jetzt nach Hause. Da wartet mein Hund und mein Freund. Der hat nämlich gestern schon Feierabend machen dürfen oder beziehungsweise ist gestern schon nach Hause gekommen, hat heute frei, weil er sich denn nämlich heute hat tätowieren lassen. Da bin ich schon mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Der müsste eigentlich schon fertig sein, denke ich. Und der geht heute zum Training. Bei mir fällt heute das Rallye Obedience Training aus, weil sich einige abgemeldet haben. Wir haben morgen eine der vielen Hundeplatz Weihnachtsfeiern. Da kommen nämlich noch welche. Da muss noch so ein bisschen was vorbereitet werden. Meine Vorbereitungen kann ich Gott sei Dank von zu Hause aus machen. Das heißt, das muss ich heute bzw. morgen früh auch noch fertig machen. Da werdet ihr dann natürlich aber morgen mehr sehen. Wir haben übrigens gerade den 30. November. Also ich fange nicht am 1. Dezember an zu vloggen, sondern am 30. November, damit ihr am 1. Dezember euer erstes Video habt. Das heißt, heute dürfen wir noch kein Adventskalendertürchen aufmachen. Aber wir werden heute auf jeden Fall uns um die Adventskalender kümmern. Fannys aufhängen, denn der Dogsbox Adventskalender ist gestern gekommen, Gott sei Dank. Also pünktlich vor dem 1. Dezember. Und den werden wir uns zu Hause auf jeden Fall anschauen. Und da fahren wir jetzt mal hin und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hi Schnucki. Schnecke. Komm her. Komm auf. Ja, das ist unser Begrüßungsritual. Herrchen ist doch noch nicht da. Aber Franny darf immer auf meinen Schoß springen, wenn ich nach Hause komme. Mal Hallo sagen. Und dann wird erstmal kurz gekuschelt und meistens wird dann rausgegangen oder gegähnt, je nachdem. Und wir knuddeln jetzt noch eine Runde und Herrchen ist wohl noch unter der Nadel. Und dann gibt es gleich erstmal was zu essen. Raus waren die beiden, glaube ich, schon. Und dann gehen wir heute Abend noch mal eine Runde. So, ich melde mich einmal aus meinem Kreativraum zurück. Wir haben es jetzt 7:30 gleich und ich sollte mal so langsam starten mit dem Adventskalender für meinen Freund. Den muss ich nämlich noch einmal ein bisschen beschriften. Den habe ich einmal hier in so kleinen Einzelteilen. Wir basteln uns immer jedes Jahr gegenseitig einen fertig und den muss ich jetzt noch nummerieren. Da habe ich mir hier so Zahlen ausgeplottet, was man jetzt noch nicht sieht, aber die sind hier wirklich drauf und muss die jetzt noch bekleben. War schlauerweise so frei und habe rot genommen, weil ich dachte, das ist sehr schön weihnachtlich. Ich habe hier aber teilweise Sachen in rotem Geschenkpapier verpackt und habe so dieses so, ja, dann muss er halt ein bisschen suchen, ne? Okay, das Ganze werde ich jetzt einmal nummerieren, damit wir danach endlich uns um Fannys Adventskalender kümmern können. Den BAF Adventskalender haben wir jetzt im Wohnzimmer aufgestellt. Den anderen möchte ich, glaube ich, aber hier irgendwie hinhängen. Ich weiß noch nicht, ob das sehr gut klappt. Fanny hat sich jetzt hier gerade auf ihr neues Kissen gelegt. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir das fertig kriegen, damit wir uns um Fannys Adventskalender kümmern können. Den habe ich übrigens auch noch nicht ausgepackt. Das heißt, die Säckchen, die mir gefüllt wurden, habe ich noch nicht gesehen. Deswegen, das machen wir auch gleich zusammen. Aber erstmal kümmern wir uns hier rum.
der Adventskalender von meinem Freund ist jetzt so mehr oder weniger fertig. Ich habe tatsächlich mich verzählt und mir fehlt ein Tag. Da ich ihn jetzt aber selber nummeriert habe, kann ich mir aussuchen, welcher Tag. Und ich habe ihn ein bisschen später gemacht, damit ich noch genug Zeit habe, den nochmal nachzubesorgen. Ja, ich habe jetzt hier Fannys Adventskalender. Ist auch ein süßer Aufkleber drauf von der Doxbox. Also das ist der Doxbox Adventskalender 2018. Ich hatte den ja letztes Jahr schon. Und wir schauen da jetzt einfach mal rein. Ich habe meine Säckchen aus dem letzten Jahr eingeschickt und habe die jetzt wieder gefüllt bekommen, so der Plan zumindest. Sonst kann man ja, wenn man aus dem letzten Jahr den Adventskalender benutzt hat, kann man ja sich quasi einen Nachfüllpack bestellen. Aber ich fand das doof, weil dann hätte ich das ja selber in die Säckchen packen müssen. Und deswegen habe ich gefragt und die haben gesagt, kein Thema, schick rüber, wir füllen dir das. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie der denn jetzt dieses Jahr gefüllt ist. Natürlich packen wir den auch jetzt Tag für Tag aus zusammen auf diesem, bei diesem Doc-Vlog-Mess. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das heißt, ab morgen geht es so richtig los. Na. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie so ein typischer Doc-Box. Dingsbums, hier ist, sind zwei Zettel drin. Auf dem einen steht einfach mal drauf, ja, also was hier für ein Wert drin ist und wie man den bestellen kann und so. Und ja, man kann hier auch Bilder und so hinschicken, das lese ich mir mal in Ruhe durch. Der Kalender, das Nachfüllset hat ein Gesamtwert von 95,38 Euro. Inklusive 7,50 Euro Versand. Und der hat jetzt, glaube ich, das Nachfüllset 54 oder so gekostet. Und hier gibt es noch einen zweiten Zettel. Den gucke ich mir nicht an, den packe ich weg bis zum Schluss. Da steht nämlich drauf, was drin ist und wie teuer das Ganze war. Das wollen wir uns natürlich nicht angucken. Hier sind auch diese süßen Aufkleber drauf. Und falls ihr den Adventskalender noch nicht kennt, der besteht aus unterschiedlich großen Säckchen. Da haben wir rein zufällig die 24 rausgeholt. Und da ist auf jeden Fall schon mal was anderes drin als letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war ein Kuscheltier drin. Ja, hier sind alles bunt gemischt. Hier sind halt auch so Beutelchen drin, die andere Farben haben. Also es ist Gold. Ich weiß nicht, das kommt in der Kamera so schlecht rüber. Das ist zum Beispiel die 5. Dann gibt es hier aber auch noch was Längliches. Das ist die Nummer 2. Also ganz viele unterschiedliche Sachen. Und ich gucke jetzt mal, ob ich an die Wand eine Schnur dran bekomme. Ich muss wahrscheinlich etwas hämmern, aber vielleicht auch nicht. Ich muss mal gleich gucken. Und dann möchte ich den jetzt nämlich aufhängen. Ansonsten wüsste ich nämlich nicht, wo ich ihn hinstellen soll. Sonst muss ich ihn hinter mir ins Regal da irgendwie hinstellen. Und Fanny hat gerade gepupst. Boah, so ein Sticker. Ich glaube, wir gehen erstmal kurz in den Garten und dann hängen wir das Ganze auf. Oh. Ja, Stinky ist fertig, dann gehen wir einmal wieder rein. Okay. Leuchtet auch fröhlich vor sich hin, sehr schön. Okay. So, letztes Jahr hatte ich den Adventskalender ja hier so zwischenhängen, das gefällt mir aber nicht dieses Jahr nicht. Dafür ist es hier einfach zu voll. Mein Plan war es eigentlich, ihn hier so hinzuhängen. Ich habe schon überlegt, hier ist ja einmal so diese Türzeige, hier ist ja keine Tür drin, dass ich da ein Band dran mache. Und dann mal gucken, wohin. Dass mir das hier auf jeden Fall nicht runterfällt und der Hund es nicht auffressen kann. Ja, ansonsten steht hier alles so ein bisschen voll, sonst muss ich den da oben hinstellen. Das wäre so die Alternative oder vielleicht hier so runterhängen. Mal gucken. Hier oben sind übrigens meine Boxen schon drin. Das ist einmal die Lieblingbox. Und zwar ist da drin einmal ein Nikolaussäckchen und ein Adventssäckchen.
Das werde ich wahrscheinlich zum dritten Advent auspacken, das Adventssäckchen. Und daneben steht, nee, andersrum glaube ich, ne? Nee, das ist die Hundesache-Box. Und zwar ist das wirklich eine Weihnachtsbox, die gibt es am 24. Dezember. Und jetzt muss ich mir mal überlegen, wo ich hier das Seil spanne. Ist gar nicht so einfach. Oder vielleicht dort so rüber. Na, ich probiere jetzt mal einfach ein bisschen aus und zeige euch dann jetzt gleich, wie es aussieht. So, der Adventskalender hängt. So sieht das ganze Meisterwerk jetzt aus. Ich habe jetzt zwei Schnüre gespannt. Moment. So, ich habe zwei Schnüre gespannt und habe die da einmal rüber. Hier hängen nochmal drei Säckchen, die besonders schwer sind. Und zwar ist das einmal die 11, die 20 und die 24. Die sind sehr schwer, die wollte ich hier nicht noch mit dranhängen. Ich bin mir sowieso nicht so ganz sicher, ob das hält, aber... Wir werden das Ganze mal ausprobieren. Ich habe die 1 auch schon erspient. Die ist hier. Das ist morgen das erste Türchen, was wir aufmachen dürfen. Und ich habe jetzt hier von meiner wunderschönen Lichterkette noch ein bisschen Draht, was eigentlich hier drum war. Das habe ich jetzt aber erstmal kurz abgemacht. Das werde ich hier nochmal ganz kurz so ein bisschen, so weit wie es halt reicht, auf den Adventskalender legen. Und ja, dann sind wir damit schon mal fertig. So, das ist einmal Adventskalender Nummer 3. Der sieht so aus. So, ich musste da einmal ganz schnell wieder verschwinden. Wir können uns hier mal vor die Lichterkette stellen. Weil meine Eltern überhaupt nichts davon wissen, dass sie einen Adventskalender bekommen und auch mein Bruder. Das ist ein Adventskalender für die drei zusammen. Da ist jeden Tag was für alle drei drin und an zwei Tagen sogar für die Katze von meinen Eltern, und zwar am Nikolaus und am Heiligen Abend. Wir machen das in meiner Familie ja nicht mehr so oder auch in unserer beider Familie nicht mehr so, dass wir uns was schenken zu Weihnachten. Und sonst gibt es immer zum Nikolaus halt ein bisschen Schoki oder so. Das gibt es dieses Jahr nicht, das gibt es im Adventskalender. Und ich habe mir das so überlegt und fand das ganz süß, so halt einen selber zu machen. Kaufen kann ja jeder und ja, ich hoffe, die freuen sich. Ich bin mal gespannt, wann sie ihn bemerken werden, denn die kommen direkt von der Treppe runter und da müssten sie ihn eigentlich direkt sehen. Ich denke nicht, dass heute Abend noch jemand runtergeht. Wir haben es jetzt auch schon etwas später. Wir haben es jetzt irgendwie schon fast 10. Also ich denke, da kommt keiner mehr runter. Und dann mal schauen, wann es ihnen auffällt und was sie morgen sagen. Wenn ich es morgen noch schaffe, vor ihnen wach zu sein, das weiß ich nicht, kommt ganz drauf an. Dann werde ich da oben auch noch so eine kleine
batteriebetriebene Lichterkette hinlegen, dass sie sich besonders freuen. Da bin ich mal gespannt. So, ich würde mal sagen, das war der allererste Dog-Vlog-Mess. Noch nicht so viel passiert, ging hauptsächlich um die Adventskalender, aber die nächsten Tage werden auf jeden Fall interessant. Ja, ich will noch nicht zu viel verraten, aber ab morgen geht es dann quasi los mit dem Adventskalender auspacken. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vor allen Dingen, was in Funnies drin ist, aber auch im Mai. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Das muss ich aber noch absprechen. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. So, dann ja, würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.